Ich bin im Himmel. Der erste marokkanische mega krasse Supermarkt. Mit wirklich allem, was man gern haben will. Also die Dinger gibt es zwar nur in großen Städten, aber also da wo es sie gibt, da sehen die, stehen die dem europäischen Supermärkten in nichts nach. So, ich gehe jetzt erstmal auf Jagd nach Essen. So, und die Freude weicht der des Schocks, denn die Leute, die hier einkaufen in Marokko, die müssen, es muss auf jeden Fall Oberklasse sein. Vor allem, wenn die sich das leisten können, Bioprodukte zu kaufen, denn hier gibt es Bio-Sojamilch und die kostet 49 Dirham. Hier gibt es das Ganze nochmal in Schoko, 36, beziehungsweise Reis und dann in Schoko für 60. Und 60 Dirham sind ziemlich genau 5,50 Euro für 1 Liter Soja-Schokoladenmilch. Also würde sagen, der Daniel trinkt soweit keine Soja- oder Reismilch. Alter Schwede. Na, mal gucken, wie das bei den anderen Sachen aussieht. Also, dass ich mal ein Shopping-Video im Supermarkt machen würde, hätte ich jetzt ehrlich gesagt so auch nicht gedacht. Also hier habe ich ein Regal gefunden, wo es das Ganze so ein bisschen billiger gibt. Übrigens auch alles Bio, 30. Und hier sogar für 20. Mit Calcium und Schoko für 24. Ist immer noch kein Schnäppchen und da unten sind noch die teuren, aber im Vergleich zu dem anderen Regal ist es auf jeden Fall deutlich billiger. Hier gibt es noch ein gutes Bio-Müsli für 3,60 Euro. Eine Güte. Ja, alles sehr teuer hier. Also das ist hier, die oberen 10.000 gehen hier shoppen. Gehöre ich also jetzt zu den oberen 10.000. Also hier ist so ein Gewürzregal und sieht alles wunderbar aus. Es ist aber wahrscheinlich kein bisschen anders als das Gewürzregal auf den großen Märkten und unter Garantie teurer hier. Und da fragt man sich, warum die Leute das hier einkaufen. Also vielleicht hoffen sie darauf, bessere Qualität zu bekommen. Aber eigentlich ist das schon skurril. Weil das ist ja wirklich was, was hier ganz klassisch auf den Märkten irgendwie riesig ist, ne? Hier Oliven, naja, und alle möglichen Formen von Nudeln und Datteln. Tja, Hygienefanatiker vielleicht, wer weiß. Auf jeden Fall können sie es sich leisten. So, Shopping erfolgreich abgeschlossen. Und was macht der Deutsche? Der recyclingbewusste Deutsche sucht natürlich nach einer Mülltonne für seinen Müll und hat dann direkt noch eine gefunden, ne, hier. Und dann wirft man da so sein Zeug rein und dann fällt es unten wieder raus. Ja, tja, aber sogar er findet es lustig. Naja. Fes scheint mal eine Festung gewesen zu sein. Also auf jeden Fall scheint hier überall um die Stadt eine riesige uralte Stadtmauer zu sein. Das ist hier offenbar der alte Eingang. Naja. So, das erste Mal, dass ich hier eine regulierte Ampelanlage sehe und die Leute halten sogar an. Und hier hat gerade irgendjemand einen Sack mit Essen vor der Mauer geworfen, direkt vor meiner Nase. Springbrunnen für die Autofahrer. Geht's bergauf. Aber ist angeblich der richtige Weg. Alright, ich bin im Funky Face angekommen, hab geduscht, hab die Sachen gewechselt, fühle mich jetzt wieder wie ein Mensch und werde jetzt mal das nächstgelegene günstige Restaurant aufsuchen.
meine Klamotten, die haben auf jeden Fall krasse Salzflecken gehabt und überall, also der Wind, der kam ja so aus Wüstenrichtung, aus Sahara-Richtung und deshalb hatte ich auch überall an der Nase und hier irgendwie an der Stirn überall krass den Sand, den feinen Wüstensand. Naja, mal gucken. Oh. Hallo, Ziege. Als ob die weiß, was das ist. Nun ja. Alright, ich gehe jetzt happern, dann schneide ich das zusammen. Dann seht ihr, wie es mir heute ergangen ist. Hauptsächlich im Supermarkt. In dem lustigen Supermarkt. Und na, mal gucken, wenn ich noch was Nettes sehe, schneide ich das noch mit dazu.